Die Schweiz. Wirtschaftlich stark und zugleich infrastrukturell sehr vielfältig und anspruchsvoll. Der Alpenstaat zeigt mit vielfältigen Anwendungen exemplarisch die Kompetenz von Hanning und Kahl bei Privat- und Industriebahnen. Ein Beispiel: der neu gestaltete Bahnhof in Chur. Ein Knotenpunkt zwischen Rätischer Bahn und SBB. Produkte von Hanning und Kahl bilden hier die Schnittstelle zum Stellwerk der SBB und übernehmen das sichere Umstellen der Weichen. Mit dem Ausbau des Bahnhofs Chur wollte man mit der Stadt zusammen einen komplett neuen Bahnhofplatz gestalten. Dazu war es das Hauptinteresse der Rätischen Bahn, dass man auch für die Kunden eine bessere Lösung findet. Und deshalb sollen die Gleise im Bahnhof überall frei überquerbar sein. Die Straßen hier sind zugelassen für 40 Tonnen. Und so wie jetzt die Fahrzeuge hier stehen, weil es oft im Abzweigungsbereich sind, werden diese Verschlusskasten sehr oft durch die schweren Fahrzeuge befahren. Ja, eine Weiche und ein Weichenantrieb, das sind Spezialitäten im Straßenverkehr, also als feste Fahrbahn. So sind wir im Auswahlverfahren zum Entscheid gekommen, dass die Lösung Hanne und Kahl uns das bringt, was wir als Ansprüche gestellt haben. Zum Einbauen mussten wir gar nichts machen. Die Erdkasten und die Flüsse wurden im Weichenwerk schon fixfertig vormontiert. Und als sie eingebaut war, musste man sie nur noch anschließen und justieren. Die Weichen im Ausfahrbereich, die sind jetzt dann 2 Jahre drin. Und wir haben bis heute überhaupt keine Probleme. Im Frühjahr 2006 startete der Schweizerische Verband Öffentlicher Verkehr ein Forschungsprojekt zur Sicherung unbeschrankter Bahnübergänge durch sogenannte Mikro-BÜ-Anlagen. Ausgewertet wird dieser Testbetrieb durch Videoaufzeichnung. Auch hier hat sich Hanning und Kahl als kompetenter Partner qualifiziert. Es geht darum, einige hundert Bahnübergänge, die nicht gesichert sind, für den Straßenbenutzer zu sichern. Und es wird eine kostengünstige technische Lösung gesucht. Die Schwierigkeit bei diesen unbeschrankten Übergängen ist, dass sie sehr oft in einer ländlichen Gegend liegen. Und da braucht man eine Steuerung, die unabhängig ist von anderen Anlagen. Ansatz des Projektpartners Hanning und Kahl: eine autark gesteuerte Bahnübergangssicherungsanlage. Wir haben das hier gelöst mit einem Lichtsignal, das rot signalisiert, wenn ein Zug kommt und die Straße sperrt für den Benutzer. Und wenn der Straßenbenutzer den Übergang passieren kann, zeigen wir grün. Wir haben eine sogenannte sichere Einschaltung und der Lokführer hält keine Rückmeldung. Erfahrungen bei Installation und Testbetrieb. Der Vorteil dieser Steuerung ist ganz klar, dass sie betriebsbereit angeliefert wird und dass die Montagezeit vor Ort sehr kurz ist. Diese Anlage läuft bei uns jetzt seit gut einem Monat und die Erfahrungen sind sehr positiv. Und auch die Akzeptanz von dem Straßenbenutzer ist gut. Technische Anlagen im Bereich der Werks- und Industriebahnen sind extremen Belastungen ausgesetzt. Ein Beispiel: das Sägewerk der Firma Stallinger in Donat-Enz. Die besondere Herausforderung an diesem Industriestandort sind die extremen Einflüsse durch den Werkstoff Holz und die besonders hohen Achslasten. Deshalb sind die überfahrbaren Weichenantriebe nach Schutzklasse IP67 ausgeführt. Das heißt, sie sind extrem schmutz- und wasserunempfindlich, somit außerordentlich wartungsarm. Zukunftssicher können diese manuellen Weichenantriebe mit den Modulen einer elektrisch ortsgestellten Weiche aufgerüstet werden. Zu einer autarken und automatisierten Betriebslösung. Eine solch automatisierte Lösung nutzt der Zementhersteller Holcim. Er setzte beim Umbau seiner Gleisanlage im Werk Unterfahrts auf Leistung aus einer Hand. Mehrere elektrisch ortsgestellte Weichen, zusammengefasst in einer automatisierten Rangieranlage. Die Anlage ist bereits schon mit dem Bau vom Zementwerk 1957 mitgebaut worden. Der Instandhaltungsaufwand ist enorm hoch geworden und daher haben wir uns entschieden, eine neue Anlage zu bauen. Die Streckenführung wurde komplett neu überarbeitet, sowie die automatischen Weichen.
Durch das, dass die Lokführer die Lok nicht verlassen müssen, ist die Gefahr einer Verletzung beim Abspringen sehr gering. Die Rangierer und Lokführer haben nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sich sehr schnell an das System gewöhnt und sind begeistert davon. Im Augenblick haben wir eine Kapazität von 1 Million Tonne pro Jahr, die wir über die Gleisanlage transportieren. Von der ersten Woche weg ist die Anlage gelaufen und seither störungsfrei, was sehr positiv ist. 4 Anwendungen, die zeigen, Lösungen von Hanning und Karl verbinden einfache Handhabung mit sicherer Funktion. Lösungen für reibungslosen Betrieb und zufriedene Anwender.